Hallo, ich bin heute dabei, Geschossblei mit so einer Feuerschale einzuschmelzen. Mit einem ganz normalen Holzfeuer und einem Eimer voll Wasser, wie man es beim Bleigießen zu Silvester auch macht. Und jetzt zeige ich euch, wie das geht. Das ist Geschossblei, gibt es bei Skiständen, Feuerschale, Papier, Gießkanne. Dann nimmt man einen ganz normalen kleinen Eimer und füllt den mit Wasser. Wenn das Feuer jetzt einigermaßen runtergebrannt ist, dann kann man anfangen, die Geschosse aufzuschütten. Nach einiger Zeit fängt es dann an, dass das Blei die Geschosse schmelzen und man hört es richtig schön, wie das flüssige Blei in das Wasser, in den Wassereimer tropft. Das Ganze dauert jetzt ungefähr so eine halbe bis dreiviertel Stunde und dann ist der Eimer unten voll. Da tröpfelt schön Blei ins Wasser. Der erste Eimer ist voll mit Blei. Da unten baut sich gerade Tropfen für Tropfen ein Figürchen auf. Ich habe die Feuerschale gerade ein Stück weggeschoben. Jetzt machen wir noch ein zweites Türmchen, mal gucken, was das gibt. Tropfen für Tropfen baut sich die Kerze auf. Und noch ein dritter Anlauf. So. Was haben wir jetzt gegossen? Zuerst mal so ein großes, schweres Gebilde. Hat irgendwie ein bisschen was Monstermäßiges oder Ameise von vorne oder irgendwie, ja. Dazu so eine Tropfsteinsäule oder wie man das nennen könnte. Und diese Kerze hier.
Ich hoffe, es hat euch gefallen.